Und damit seid ihr grüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Netztest. Wir spielen die Demo-Version von Forspoken. Ein legendäres, großes Spiel. Ein großer Titel hier im Test-Fans-Kalender-Format. Das tatsächlich noch nicht einmal die Demo gespielt habe. Machen wir jetzt Premiere. Hier im Adventskalender-Projekt. Habe ich viel davon gehört. Kam, glaube ich, damals parallel zu Hogwarts Legacy raus. Einiges zugehört. Ich würde mal schauen, ob wir. Ich glaube, ich sollte die Grafik ein bisschen runterschrauben. Ein bisschen Grafik. Das macht nämlich hier schon ein Menü. Vielleicht machen wir Standards draus. Wird sonst zu sehr ruckeln. Okay. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Das Spiel findet sich ganz sicher nicht mehr in der Entwicklungsphase. Ray Holland, Tagträumerin, Katzenfan, New Yorkerin. An einem verhängnisvollen Abend verändert sich ihr Leben grundlegend, als sie auf geheimnisvolle Weise in das wunderschöne, aber trügerische Land Ethia versetzt wird. Ray entdeckt einen magischen, sprechenden Armreif, welcher sich um ihr Handgelenk geschlungen hat. Und sie stellt fest, dass sie plötzlich mächtige Zauber wirken und sich dank Magie blitzschnell durch die Landschaft bewegen kann. Die Bevölkerung von Ethia sieht in Frey schon bald ihre einzige Hoffnung, ihnen im Kampf gegen die Tantas beizustehen. Einst wohlgesonnene Matriarchinnen, die jetzt als bösartige Hexen über das Land herrschen. Zögerlich willigt Frey ein und begibt sich auf eine gefährliche Reise. Auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause.
Das Tutorial starten ja unbedingt. Ich kenne das Spiel noch nicht. Okay, wie ist die kriege ich gerade noch so hin. Darum gedrückt haben. Magischer Parcours. Okay, es läuft flüssiger als von Woods Legacy jemals gelaufen ist. Also, ja. Besiege die nahenden Gegner mit Angriffsmagie. Drücke die linke Maustaste, um einen Angriffszauber einzusetzen. Halte die Taste gedrückt, um vor dem Angriff Kraft zu sammeln. Du kannst zwischen verschiedenen Angriffszaubern wechseln. Drücke E, um das entsprechende Menü zu öffnen. Selben Schuss. Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie hat verschiedene nützliche Effekte. Du kannst sie einsetzen, um dir einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Wenn du zum Beispiel schnelle Gegner verlangsamst oder stoppst, um sie anschließend mit Angriffszaubern zu treffen. Drücke Plus, um einen Unterstützungszauber einzusetzen. Und Q, um das Menü zu wechseln. Das sind die gegen den nächsten Gegner. Zauberkräfte wechseln. Q und E. Wieder mit den Pfeiltasten. Guck uns die da aus. Okay. Ja, bitte. Aha. Nimm das. Kranke, Fessel, Blüte, Zieren. Yep. Das hilft nicht viel. Das hat gesessen. Jetzt geht's erst richtig los. Kleine Fische, große Töne. So, auf geht's, die Tour hier vorbei. Auf geht's, ins Abenteuer. Aufgaben anschauen. Die mittlere Zuflucht im Wassergarten aufsuchen. Sämtliche Gegner in der Mergerweihe Brücke besiegen. In der Rosenholz Quelltauchen. Magische Kräfte am Monument der Stärke verbessern. Einen neuen Umhang. Gebietsschwell finden. Aha. Begib dich zur mittleren Zuflucht im Wassergarten.
um dich auszuruhen und mit Vorräten zu versorgen. Ich kann halt nicht mehr lesen. In einer Zuflucht kannst du unter anderem in einem Bett schlafen, um dein TP wiederherzustellen, an der Werkbank Gegenstände und Ausrüstung herstellen und verbessern. Aha. Ein bisschen Tempo. Okay, Zuflucht gefunden. Und was sie hinter der Tür erblickte, hätte sie sich im Traum nicht ausmalen können. Aha. Ein echtes Bett. Ruh dich aus, um deinen Treffpunkt wiederherzustellen. Aufbrechen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Vor langer Zeit errichteten die Tantas Tumhohe Steine in ganz Afia. Die Macht der Tantas war so groß, dass die Steine schon wenige Augenblicke nachdem die Tantas beschlossen hatten, sie aufzustellen, im ganzen Land erschienen. Eines Tages werden diese Steine, diese Monumente und unser gebliebenes Atia retten, sprach eine der Tantas mit erwartungsvollem Blick. Was wollte ich nochmal machen? Herstellen aufwerfen. Ein Heiltrank können wir herstellen. Aha, okay. Haben wir jetzt einiges. Oh, wir können es nach dem Umhang aufsuchen. Warum ist das hier der beste Umhang? Anmutig. Treffpunkt 81, Verteidigung 21. Nette Magie. Ausrüstungseffekte können hinzugefügt werden. Kette. Fünf sind Treffpunkte. Zwanzig violette Magie, 18 rote Magie. 15 Treffer, ja 30. Nehme ich.
Okay, können wir aber noch nicht tragen, oder was? Dann nehmen wir jetzt noch das Ding an. Etwas gefunden? Küstenfeilchen. Mhm. Hab gerade etwas Zeit. Könnte was lesen. Oh je. Ist das geht wie oder was? Ich probier mal diese Technik. Auf zu neuen Abenteuern. Das klingt ja, als wären wir zum Spaß unterwegs. Ich versuche mich aufzuheitern. Aha, R ist also dieser Angriff. Nichts und niemand zu sehen. Hast du versehentlich alle vergrault? Mhm. Will ich nicht den Umgang ändern? Ausrüstungsmenü irgendwo, oder? Tja, wäre jetzt auch nicht so wild. Ich verstehe es nur gerade irgendwie nicht. Ich kann wahrscheinlich mal ein bisschen Punkte einsammeln. Wir behaupten, dass es geht. Sollte ein Kinderspiel werden. Oha. Immer so. Aus dem Weg. Wie geht es dir? Viel besser als nach vorne. Das soll ja eine Lehre sein. Die anderen Fähigkeiten, die wir hatten, können wir nicht mehr nutzen. Ja, doch hier. Das so. Yep. Gegen derart schwache Feinde zu kämpfen, kann nicht so erfüllend sein. Ja, kommt mir irgendwie sinnlos vor. Gibt es ein Fotomotiv? So fällt man erfolgreich. So, noch bei schütze hin. Deine Flanke. Oh, okay, mach ich. Und wo? Das lief gut.
Ärzte laut sagen. Jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Schicht im Schacht, Baby. Was hat das bitte mit Schächten zu tun? Du hast eben keinen Peil von guten Sprüchen. Oha. Okay, die Fessel können wir nicht einsetzen. Ausweichen im magischen Parcours. Steuerung, verstehe. Schon. So ist so gut. Im Kampf sind die ersten Sekunden entscheidend. Und das sagst du mir erst jetzt? So nämlich. Vielleicht könntest du Angriffen ausweichen, statt sie mit dir abzuwehren. Oh, hast du Angst, du könntest mich Kratzer abkriegen? Besiegt. Du bist feier. Oder auch nicht. Gegner ins Visier nehmen. Nutze Alt, während ein Gegner in deinem Blickfeld ist. Ein Zielerfassungssymbol wird angezeigt und die Kamera bleibt auf den erfassten Gegner ausgerichtet. Lass mich das beurteilen. Hey, die Brücke ist nicht eingestürzt. Warum sollte sie? Weiß nicht. Hatte nur so ein dummes Gefühl. Okay, hoch können wir nicht. Yeah.
Sorge, es geht schnell. Ich will es hoffen. Vorsicht! Wie dann, Käfer? Nee, das funzt nicht. Das ging? Oh, natürlich. Ich war wie gebannt. Die Firma dankt. Na los, hier angreifen. Herausforderung wäre schön. Hm, das hört man gern. Herausforderung wäre schön. Was ist das? Wüstenfeilchen. Du machst mich ganz hibbelig. Hier ist noch jemand. Komm schon. Das Einstecken müssen wir auch mal können. Das hilft nicht viel. Schlecht. Hätten wir sowas sein wollen? Vorsicht! Oha. Das kann verstärken. Jetzt wieder mit? Das war ja fantastisch. Pass auf, wo du hinläufst. Das sagt sich so leicht. Schaden erlitten. Das ist nicht ganz gut. Verdammt! Ich frage mich, ob du meinen Daseinszweck missverstanden hast. Ich frage mich, wie ein Pinsling wie du so einen guten Schild abbringt. Ha! Zum Schild.
was dann mal. Hast du gesehen, wie viele Viecher wir vermöbelt haben? Tut mir leid, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. In der Truhe. Malti, was haben wir hier? Umsichtig. Ein Umhang, den Tanta Raff 1 gern trug, schützt den Träger gegen Benommenheit. Aha, hier können wir Ausrüstung anpassen. Das würde ich gerne anlegen. Aha. Die Narde. Meine Güte. Jackpot. Ja, wir haben gerade was anderes angezogen. Egal. Nimm dich auf die Map werfen. Wohl nicht. Diesen Kampf wirst du vermutlich schnell über die Bühne bringen. Ja, kein Stress. So, auf zum... Leichtes Spiel zu haben, tut auch mal gut. Ich weiß nicht. Mitreißend finde ich es nicht gerade. Ach du Scheiße, ich bin sowas von tot. Was war das? Okay, ich lebe noch. Das sind etwas mehr als mir lieb wären. Wenn es weiter nichts ist. Achtung! Schon. Verdammt! Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit.
Hier war auch noch irgendwo ein Podest. Da drüben. Shit, das scheint ein Schloss zu sein. Ach du Schande. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, was hier gemacht wird. Und wo ist geht's eigentlich wohl los? Aha, so. So müsste es gehen. Magisches Schluss. Nette Münze. Noch 200 Meter in die Richtung. Wenn wir irgendwas erreicht. Ah, das war also das Geräusch. Okay, sind wir in den Tod gesprungen? Schaut fast aus. Oha, nur Zauber lernt. Aufstieg. Sind wir gar nicht durchgesprungen. Nur das nächste Level. Wo ist noch jetzt Quell? Hier ist alles feucht. Das Lebenselixier hat dieses Land im Überfluss gesegnet. Hier scheint es hochzugehen. Scheint ein wichtiger Ort zu sein hier oben. Bedenken, du könntest zu Schaden kommen. Oh, du machst dir Sorgen um mich. Nur weil dein Tod auf mein eigenes Ende bedeuten würde. Oh, sind wir nicht. Das könnte jetzt anstrengend werden. Ach, ja, geh mal ins Zeug, Alter. Sau, was? Ja, du bist mittlerweile halbwegs tödlich, in der Tat. Vielleicht die Pest machen. Ich dachte, da hoch müssen wir. Aber wo nicht? Keine Sorge, das geht schnell. Ich will es hoffen. Abschießen. Deine Leistungsfähigkeit wächst stetig. Sieht wohl so aus, hä? Und noch eine Truhe. Gar nicht mal schlecht. Ja, das könnte nützlich sein. Hm.
scheint wieder was zu sein. Den richtigen Storypunkt haben wir aber noch nicht gefunden. Superabucke. Schau an, meine kleine Schar von Störenfrieden. Die Schwachen jagen immer im Rudel was. Das macht sie so recht lästig. Was zur Hölle soll das? Eine neue Magie. Eine oberste Brücke. Schon sie die Bosse bevor die Zeit abläuft. Ich habe hohe Erwartungen an dich. Das ist nicht hilfreich. Okay. Na, hast du gar nichts zu sagen? Hurra, fantastisch! Du bist die Größte, Frey! Darf ich jetzt bitte aufhören? Sehr komisch. Haben wir das geschafft? Kleines Turnier auf der Brücke. Moment der Weisheit war das. Aha.
Gegner da unten. Fertig? Ja, bin ein bisschen erschöpft. Das ist ein Doof oder so. Sollte ich vielleicht mal erst da unterkommen, bevor ich das nächste Quest ziehe und störe. Jemand zu Hause? Zum Glück nicht. Genau so. Hast du irgendwo eine Schlummertaste? Finger weg, sonst wecke ich dich nie wieder. So eine Art Ruine. Ruine. Leider haben die Bewohner sie längst aufgegeben. Irgendwo Bewohner hier. Das Gefühl hier. Das ist ein bisschen leer. Also die Name genügt, aber kämpfen wir uns hier durch Gebiete ohne NPCs. Sollte ein Kinderspiel werden. Wäre es doch. Ach du Scheiße. Und da bin ich raus. Nö. Ohne mich. Ich würde sagen, das war das Anspielen, die Demo von Forspoken. Wir sind so ein bisschen auf und wollte rumgerannt und den Gegner besiegt. Naja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht habe ich die Storypoints übersehen oder so. Naja. Wenn es euch gefallen hat, glaube ich, nach oben. Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und morgen wieder einschalten zum nächsten Adventskalender Türchen. Oder heute 14 Uhr zum nächsten Video. Bis dahin. Rote Rinne.